Ich würde eher jetzt irgendwie die Leute da hinschicken. Einige wurde das später. Okay. Unser sexy Spacesuit. Sieht schon mal wesentlich besser aus, wie das, was wir jetzt aktuell haben. Auch das erinnert mich so ein bisschen an Dead Space. Alles klar da drin, Ayla? Brauchst du irgendwas? Tasse Kaffee? Magazin? Du Diva. Du siehst nervös aus. Und das amüsiert dich? Nein, nein. Ich bin nur stolz. Hey, die Narbe auf Sarahs Bauch hat, der hat dir das Ding verpasst? Ja, warum? Bloß neugierig. Klopf, klopf. Fertig? Auf geht's. Kat? Okay, los geht's. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes, bevor wir hier wegfliegen? Ihr kommt's hoffentlich mit, oder? Was haben wir hier? Moonwalk, America. BK sind auf dem Weg zur Rakete. Verstanden. Der Transport steht bereit. Was mit unseren Haustieren? Wie geht es euch allen? Gut. Super geschlafen. Das war ja klar. Du nicht? Doch. Klar. Und ihr zwei? Gut. Ja, gut. Gut. Okay. Schräges Gefährt. Wo ist die Rakete? Ach, ich soll als erstes reingehen. Ach, das ist so ein selbstfahrendes Teil. Ja dann. Los geht's. Auf geht's. Kein Zurück mehr. Nope. Ja gut, genau genommen könnte man jetzt noch aussteigen. Wisst ihr, was mich noch beschäftigt? Was? Wieso dürfen wir besser leben als die Leute aus dem Elendsviertel? Wie kann das sein? Reine Wahrscheinlichkeit. Es ist aber demografisch zur rechten Zeit am rechten Ort geboren. Die leider nicht. Stimmt. Sie scheinen wirklich nicht zu wollen, dass wir gehen. Nein. Wenn man bedenkt, wie viel sie. Wow. Alles okay? Ja, hat mich nur erschreckt. Ja. Sind die verrückt? Ich werde, glaube ich, auch nicht so happy. Wenn sie uns verletzen, verstehen sie denn nicht, dass wir sie nur retten wollen? Diese Leute bleiben auf der MPT-Warteliste, bis sie irgendwann sterben. Wenn ihr sehen würdet, was die WSA investiert, um uns vier ins All zu schicken, ihr werdet auch wütend. Sie verstehen es nicht. Aber wenn die Archen hier sind, werden sie es. Oder nicht? Vielleicht doch. Und das wäre toll, aber ihr versprecht was, das vielleicht nicht passieren wird. Selbst wenn wir die Archen zurückbringen. Es quillet Hoffnung in unserer Brust. So sehe ich es jedenfalls. Alexander Pope. Verbannt und mattlos irrt der matte Geist. Webt eine bessere Zukunft. Ja, aber jetzt auch mit den Archen, wenn wir ja da nicht die ganze Menschheit damit retten können, sondern auch nur ein kleiner Teil. Okay. Ist nicht so ganz durchdacht. Seht euch diesen Ausblick an. Ja, ich schau doch schon. Wow. Immer wieder beeindruckend, oder?
So schade, dass sie nicht ganz gelungen ist. Inwiefern? Was? So knapp wie die Materialien sind, ist es ein Wunder, dass dieses Ding überhaupt hier ist. Hättest du uns bei der Vorbereitung nicht sagen können, dass wir zweite Klasse fliegen? Ihr solltet euch keine Sorgen machen. Außer ganz kurz vor dem Start. Nur fair ist euch jetzt zu sagen. Klar, klar. Und vor allem dann noch bis zum Mars. Wenn sie die Mission übersteht, dann sollten wir ihr vertrauen. Ich glaube, die Zephyr 3 wird die Mission problemlos bewältigen. Ja, das werden wir noch sehen. Aber vor allem, der Flug dauert ja ewig lang. Und dann wieder der Rückflug. Und dann schaut, dass währenddessen hier kein Chaos hier abgeht. Aber trotzdem cool. Ab in den Weltraum. Ich freue mich schon. Sind wir da gerade nicht gegen das Geländer gefahren? Hat zumindest so ausgesehen. Okay. Oh, Moment, da hinten stand doch jemand. Was ist das? Missionsausrüstung, okay. Du kommst nicht mit. Du hast übrigens ein Problem mit deinem Display. Na gut. Sorry. Einmal nach oben. Oh, krass. Naja, so unfertig schaut der Rakete eigentlich gar nicht aus. Man merkt erst, wie hoch es wirklich ist, wenn man... Ja. Okay, da wären wir angekommen. Moment, ich will mich hier mal ein bisschen umsehen. Warum ist hier alles voller Wasser? Okay, da hinten waren die Schüsseln. Jo, das ist hoch. Ab in die Rakete. Und auch. Ach, ich darf wieder der Erste sein. Okay. Oh, cool. Boah, das jetzt in VR. Startsequenz eingeleitet. 1, 2, 3. Team, ihr Bodenkontrolle. Prüft noch einmal eure Systeme. Roger, BK. Kommunikationsprüfung. Bereit. 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 Warte mal, ich sag jetzt mal nix. Schaut, ob da was kommt. Na? Kommt nix? Ach, okay. Bereit. Cat, Systemcheck. Sauerstoff? Da stand gerade irgendwas mit F. Ach da. Sauerstoff bereit. Flug? Flug bereit. Navigation? Navigation bereit. Bodenstartsequenz. Bodenstartsequenz bereit. Treibstoff. Treibstoff bereit. Flüssigsauerstoff. Flüssigsauerstoff bereit. Energie. Energie bereit. Startsequenzfunktionen. Startsequenzfunktion bereit. Treibstoffladung. Sind bereit. Brian, Luftabdichtung und Zusammensetzung im Cockpit. Muss ich jetzt noch mehr machen? Abdichtung und Luftzusammensetzung sind bereit. Brennstoffzellen-Thermoaufbereitung? Aufbereitung bereit. Cat, Strongback einfahren. Bitte was? Sind das die Dinger da auf der Seite? Ja, okay, das sind die Dinger da auf der Seite.
Strongback erfolgreich eingefahren. Sarah, Leitungen lüften. Ist aber schon schön, dass das nicht einfach nur so ein Start ist, sondern dass wir hier wirklich ein bisschen was machen müssen. Sequenz gestartet. Cap, orbital Zugriffsarm. Orbitalzugriffsarm eingefahren. Okay. Starte Hilfsaggregate. Muss ich das auch? Ah, okay. So, wird schon passen hier. Hilfsaggregate sind bereit. Roger, fahre Sauerstoffarm ein. Muss aber nicht ich machen, oder? Nö. Ah, doch. Auf was muss ich das denn einstellen? Okay, das war jetzt nicht richtig. Oder? WS orientieren. Ah, okay. Richtungshaube eingefahren. Operativ. Also doch richtig. Bereit. Cap, Transfer auf Autonomenergie. Ja, achso, okay. Und auch das hier wieder. Vermutlich, keine Ahnung. Ach da, okay. Zündung. Feststoffschubdüsen bereit. Schubdüsen bereit. Den Startklamm. Auf geht's. Nice. Und wir heben ab. Maximum Schmackes. Ab zum Mars. Das muss solche krassen G-Kräfte sein, bis ich da in den Sessel reindrückt. Der Vogel ist in der Luft. Sieht gut aus. Muss das hier so wackeln? Auch das alles noch planen? Weil ich muss gerade irgendwie an die Challenger denken. Ja, leider nicht so gut geendet. Okay, die Wolken sind dezent flach. Was heißt das? Cap, starte Abtrennung Phase 1. Okay. Bereit. Roger, starte Zündung der zweiten Phase. Zweite Phase zündet. Wir dürfen jetzt wieder Gas geben. Bereit. Ja, wenigstens wackelt es jetzt nicht mehr so. Es kann ja fast nichts mehr schief gehen. Gehen wir davon aus, wir gehen dann in so eine Kryokapsel und schlafen dann die ganze Zeit. Oh, nice. Könnte zwar das wäre schon Mars, aber nein, das ist eine ausgetrocknete Erde.
Tja, wird die Menschheit noch ein bisschen mehr auf sich achten, ne? Und die Welt. Dass das da so rausdampft, ist okay. Boah, ich glaube, VR wird ein bisschen schlecht werden. Das ist eigentlich das Schlimmste in VR, irgendwelche Weltraumsachen zu machen. Schalte zweiten Motor aus. Cat startet zweite Abtrennungsphase. Okay. Und ist weg. Reisemodus erfolgreich initiiert. Okay. Also Autopilot auch noch ein gutes. Oh Gott sei Dank, wir drehen uns. Ach, das sind diese Schubdüsen da. Okay. Keiner sagt ein Bau oder wie schön oder wie traurig. Och nö. Einfach ein Fade-out jetzt. Was willst du ins All? Wir werden das Operateam ab. Los geht's, Operateam. Eine große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Schatz, hast du Philosophie-Zitate für die ganze Reise eingeplant? So etwa 5 am Tag. Ah, gut. Ich zeig dir was Cooles. Komm zu den Fluchtkapseln. Gut, oder? Prima. Von Lao Tzu, wie? Dachte zuerst an einen kleinen Schritt. Oh, wow. Alte Schule, ja. Hm? Siehst aufgeregt aus. Du siehst nie aufgeregt aus. Werd bloß nicht frech. Ich war so sparsam wie möglich beim Design dieses Schiffs, doch ein wenig Geld wollte ich dann doch noch ausgeben. Für ein Fenster. Mach mir das nicht kaputt. Sorry. Sieh mal. Ja, ich glaube, das müsste schon geil aussehen. Dafür tun wir das alles. Oder, Cat? Stimmt, da hast du recht. Naja, oder auch um unseren Vater zu finden. Und ihm dann noch erklären, dass wir sein Spielzeug wegnehmen wollen. Sarah und Ryan leben sich wohl in ihrer Kapsel ein. Ich gehe wieder ins Cockpit. Bin gleich da. Was zum... Okay, jetzt sei ehrlich. Bist du mit Claire je so weit vom Haus entfernt gewesen? Nein. Dann ist das hoffentlich eine schöne Überraschung. Mir nach, Moonbear. Okay, also wir gehen jetzt in der Zeit wieder retour. Ist aber nicht unser See. Weißt du, wie man das nennt? Kaugummi-Koralle. Nicht wahr? Doch wahr. Echt jetzt? Sieht überhaupt nicht wie Kaugummi aus. Naja, also als sie den Namen bekommen hat, vermutlich schon. Wie willst du sie umbenennen? Kackkoralle? Wow. Was frage ich auch. Übrigens, Mom ist auch gern getaucht.
nach Daddys Ausbildung sind wir immer zusammentauchen gegangen. Ausbildung fürs All? Ja, genau dieselbe Ausbildung, die ich dir jetzt gebe. Cool. Und warum liegt das so viel Müll hier rum? Dad, warum ist es unter Wasser so dreckig? Ah, danke, dass du fragst. Ja, ich fürchte, das waren wir, Mondbär. Unmöglich. Ich werfe nie etwas ins Wasser. Naja, also, ich meine, viele andere Menschen aber schon. Sehr bedauerlich. Ich mach's sauber, damit das Wasser wieder schön ist. Naja, dafür kommen wir so 50 bis 80 Jahre zu spät, fürchte ich. Ach, schade. Wir sind fast da. Guck mal. Oha. Warum? Oje, Alarm. Hast du es nicht auch gehört? Doch, ich bin im Cockpit und suche nach dem Problem. Kommst du her? Klar. Ja, ich komm gleich. Kann ich mich irgendwie ausrichten? Ah, okay, mit Kundi. Ach ja. Ich muss mir den Schaden erstmal ansehen, alles einschätzen, erstatte dann Bericht. Verstanden. Hat es die Düsen erwischt? Wahrscheinlich. Checkst du die Diagnose? Ich mache mich bereit. Warte, warte. Lass mich mal. Sieh mal, ich brauche da draußen praktische Erfahrung. Von allen möglichen Einsätzen ist dieser doch recht sicher, oder? Also, ich könnte ja mal ganz beiläufig einfach alle meine Bewertungen im Außeneinsatz aufzählen. Nein, das passt schon. Ich denke... Es waren 94. 95. Na siehst du kannst viel besser mitzahlen. Behalte die Diagnose im Blick. Gut. Sei aber sehr vorsichtig. Wir sind noch im Orbit. Achte auf Trümmer. Verstanden. Geh zur Luftschleuse. Ich leite dich an. Okay. Wo bist du? Ist das die Luftschleuse? Ja, vermutlich. Habe ich schon, Claire. Passt alles. Du hast sie aber nicht richtig überprüft. Claire, keine Sorge. Okay. Verlasse die Schleuse. Ja dann, lass mich raus. Lass mich raus. Muss ich nur... Ach, ja, wieder blöden Button drücken hier. Nice. Trümmerstücke. Was denn alles her? Satelliten, Trümmer von der Mission, sogar Teile von Sarahs Station. Der Pearson-Raumstation. Als Rolf den Vorfall auf der Mission überlebt hat. Sieht nicht so gut aus. Holy shit. Das sieht echt beschissen aus. Welch Ehre. Komisch, sich deswegen geehrt zu fühlen. Aber zum Wichtigen, was siehst du? Ja. Hast du was abbekommen? Ja, ganz dezent. In der Schubdüse steckt ein großes Trümmerteil. Vielleicht von der Raumstation? Okay. Ist die Hülle am Fuß der Schubdüse beschädigt? Sieht nicht so aus. Gut. Was ist mit den Rohren um die Düse? Ziemlich verbogen. Okay. Die müssen weg, wenn die Düse halbwegs normal arbeiten soll. Hat die Düse noch Strom? Vermutlich. Schalte die Stromzufuhr ab, bevor du etwas anfasst. Da ist ein großer Knopf. Drück ihn einfach und dann los. Okay. Und achte auf die Brennstoffkanister. Wenn du einen davon erwischst, pass einfach auf. Wie sehen die aus? Die großen gelben. Siehst du? Großen gelben? Okay. Ich sehe sie. Keine Sorge, ich passe auf. Wie ein Luchs. Wie ein Luchs. Okay. Schalt den Strom ab und entferne die Trümmer. Okay. War's das? So, schneiden. Das passt. Hey, erinnerst du dich an die versunkene Station in der Nacht hinterm Haus? Ja. Warum? Ich musste nur eben dran denken. Hat er dich früher mit zum Schwimmen genommen? Hat er, aber ich war schon älter. Wie meinst du das? Ich vergiss es. Irgendwie kriege ich das hier nicht weg.
Okay. Ist weg. Und jetzt. Cool. Oder so? Du denn? Touché. Bin schon still. Ich habe dich. Zählt das? Nein. Ah, shit, ich krieg das nicht auseinander. Ja, vielleicht hier. Nö, das hat's immer noch nicht gebracht. Boah, das wäre jetzt irgendwie voll beschissen, wenn die Schubbüsen jetzt angehen würden. Okay, ist weg. Ja, ich hoffe, das macht kein Problem, dass wir da jetzt Löcher drin haben. Und warum ist die Raumstation abgestürzt? Gibt es dazu nur Infos? Wo ist denn das Riesenteil hin? Da. Pearson. Ach, das schauen wir uns doch mal ganz kurz an, oder? Na, gibt es da was zu entdecken? Nö. Okay. Wieder zurück zu unserem Teil. Moment, was konnte ich jetzt da scannen? Achso, das Teil. Okay. So. Strom anmachen. Komm, runter mit dir. Hey, ich will runter. Dankeschön. Ich kann's nicht anmachen. Ach so. Fehlt da noch was? Nee, oder? Ich meine, das hier ist noch am Leuchten. Hä? Schneiden? Aber es hat doch geheißen, bei denen soll ich ja nicht rankommen. Ach, da ist noch ein Trümmerstück. Okay. Alles klar. Fertig. Okay, gut gemacht. Schalt den Strom wieder an. Ich mache einen Check. Bin dran. Ja, Moment. Oh, danke fürs Ausrichten. Was ist jetzt schon mal viel? Ja, keine Ahnung. So vielleicht? Okay. Ach, das ist wieder so ein Sequenzding. Okay. Wer macht sowas? Was heißt das bitte, zwei Balken? Das ist Sauerstoff. So, Button drücken. Ich habe eine Taschenlampe. Okay, ich gleiche den Druck aus. Auf geht's. Erlaubnis erteilt zum Verlassen der Schleuse, Moonbear. Was? Dein funktioniert noch? Ja, aber mega cool, dass wir uns... Wobei, wenn das vom Weltall hier so abstürzt, wird das meiste hier nicht einfach komplett verglühen? Hier wurden wirklich noch LI-900er verbaut. Das Ding ist wirklich uralt. Oh, jedenfalls wirst du das Leben auf dem Mond lieben, Schatz. Wirklich? Auf jeden Fall. Man kann jederzeit in der geringen Schwerkraft spielen und es gibt keine Schule. Cool. Okay. Also, du bekommst natürlich auch dort eine Art Unterricht. Warte, diese Einheit hatte noch Drucktüren? Wie alt ist sie denn? Ja, wenn du so erstaunt bist, vermutlich schon sehr alt, oder? Aber zum Tauchen mega geil, aber...
Warum bin ich vor mir so schnell? Oh, danke schön. Aber rein von den Korallen her und so dürfte es dann jetzt so ewig lang hier unten sein. Ein Kopfpilz! Sieht jetzt gar nicht mehr so mega unähnlich aus zu dem, was wir da gesehen haben. Oh, was zum... Dad? Dad? Wir haben wohl noch Saft. Wo bist du? Ich weiß nicht, Hilfe! Wo bist du? Mondbär, wo bist du? Dad, bitte hilf mir! Kathy, warte! Ich hab Angst! Ich bin da, Mondbär. Ich werde dich da rausholen. Dad! Kathy! Kathy! Oh, oh. Kathy! Da ist er wohl abgestürzt. Oh, hi, Kollege. Bist du doch da? Hallo? Alles gut? Was ist genau deine Funktion eigentlich? Was kannst du alles, außer Spionageroboter zu sein? Och, unser Bär. Jetzt gibt's die NASA, BSA, wie auch immer, schon so ewig lange. Und dann gibt es hier keine Flugsicherung für Gegenstände, dass die dann nicht einfach so rumschwirren. Okay. Torprogramm. Ah, das sind dann vermutlich die Kapseln. Also ich habe 6 Jahre in einem von diesen Dingern auf dem Mond verbracht und weiß noch, wie komisch sich das Aufwachen nach so langer Zeit anfühlt. Diese spezielle Art von Torpo-Schlaf in diesen Kapseln wirkt sich auf den Verstand aus. Ich weiß nicht so recht, ob ich träume oder nicht. Ist da schon einer drin? Nee. Okay, also wir sind dann auf dem Mond einfach direkt aufgewacht und dann hieß es Private Quarters. Also 2 Leute können hier schlafen. Was gibt's hier noch zu sehen? So, das war das mit dem Fenster da unten. Ja, also vom Platz her überschaubar. Na ja, gut. Ab ins Kontrollzentrum. Oh, was? Sag ihr nichts? Warum nicht? Wenn sie erfährt, woher das kommt, liegt sie mir dann ewig in den Ohren. Warum? Es ist immer noch so eine coole Serie. Oh ja, aber die ist uralt. Katie wird eine Heide Spaß haben, mich alt zu nennen. Baby, wir sind alt. Ich bin nicht alt. Na ja, gut. Ja, geh weg. Ich hab's gesehen. Hallo? Ach, es geht noch weiter. Lass mich missen, wenn du wach bist, dann mache ich dich was dir liebeligen im Weltraumkaffee für den Getränkebeutel. Wow, hast du das? Ja, ich bin okay. Was erscheint öfter zu passieren? Geht es dir wirklich gut? Ja, bin in 5 Minuten im Cockpit. Okay. F einsammeln. Astro-Tool. Achso, ja, das ist das Teil. Moin! Ah, läuft hier alles? Das ging aber schnell. Sag mal, wenn die alle nicht am Schlafen gewesen sind, wo sind die dann? Selbe Schubdüse. Wie schlimm ist das? Sehr, Claire. Eine kaputte Düse bringt uns vom Kurs ab. Ich zieh mich um. Ich mach das. Hab keinen Topo mehr. Nein, viel zu gefährlich. Claire, wir müssen uns beeilen. Ich gehe. Bitte sei vorsichtig. Ich begleite dich aus dem Cockpit. Verstanden. Ja, Knöpfe drücken. Und wieder nach draußen. Ja, easy going. Haben wir ja schon einmal gemacht. Und, wie schlimm? Oh, dich hat's ein bisschen zerrissen. Ich glaube nicht, dass wir die Düse retten können. Sie ist schwer beschädigt. Sagt die Diagnose auch. Du musst sie rausschneiden. Bist du sicher? In diesem Zustand ist sie eine Gefahr für das Schiff. Verstanden. Schau dir erst den Strom ab. Also, vorher. Okay, Hebel. Nee, das geht von hier aus nicht. Okay. Du musst das Stromkabel der Düse durchtrennen. Siehst du sofort.
Wo? Ist das das Stromkabel hier? Geschafft. Strom ist aus. Jetzt kommt das Komplizierte. Und das wäre? Die Düse entfernen. Langsam. Vorsichtig. Verstanden. Ah, okay, wir müssen hier. Ja, also einfach hier sind wir so entlang gehen, oder? Ich darf die Dinger hier wieder nicht treffen. Ah, so. Alles klar. Ja, macht schon irgendwie Spaß. Aber ich freue mich halt auf den Moment, wenn wir dann endlich mal beim Mars sind und es dann da aussieht. Okay, zwei noch. Aber ich würde so gern mal in unseren Tank reinschießen. Oh. Ja. Hallo? Scheiße? Ausrichten? Hallo? Oh, shit. Komm jetzt. Richte dich aus. Ja, ich bin noch da. Ich mach in die Schleuse und zwar ganz schnell. Mein Visier ist gesprungen. Luft tritt aus. Komm sofort zurück. Ja, ich versuch's. Schnell zur Schleuse. Komm schon. Komm, komm, komm. Komm, komm. Gib Gas. Ja, ich mach's ja schon. Komm, drück, drück, drück. Gott sei Dank. Oh, und wir sind wieder in der Vergangenheit. Komm hier rüber. Wo genau sind wir jetzt? Und wieder alles voller Dreck. Oh, die würde ich tatsächlich mitnehmen. Der Wald wirkt jetzt dichter im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Das ist leider unmöglich. Deshalb habe ich wirkt gesagt. Und er ist trotzdem schön. Er war sogar noch schöner. Na, nicht so viel Trübsal. Wieder so schön werden. Vielleicht. Vielleicht. Habt's auch die Industrie da hinten. Ich war nur lange nicht hier. Das ist alles. Bist du traurig? Nein, nein, alles okay. Schön, dass wir Zeit miteinander verbringen können, bevor du gehst. Mädels, wir sind fast da. Gehen wir weiter. Ja, komm doch. Nicht bummeln hier hinten. Ja, aber jetzt hast du ein bisschen Plague Tale Vibes. Muss einfach noch die Story genauso tiefgründig sein und ein bisschen Drama mit rein. Dann wär's perfekt. Oh, war das jetzt, dass ich jetzt bei euch bin? Oh. KI, komm doch mit. Dad, erzählst du zu Ende? Ach ja, also, wo war ich? Ja, genau. Okay, also, Mom hat eine Freundin auf einer Verbindungsparty besucht. Was ist denn das? Das ist wie eine Geburtstagsparty, nur ohne Geschenke und
mit Alkohol. Das und ganz viel Spaß. Nee, überhaupt nicht. Bin auch nie gern hingegangen. Was? Warum? Aber es war gut, dass ich bei dieser war. Ich habe deine Mom nur angestarrt. Dann kam sie zu mir rüber und fragte, warum ich nicht tanze. Und warum nicht? Du weißt ja, wie das aussieht. Ich habe ihr gesagt, dass ich und Tanzen einfach nicht zusammenpassen. Und ich hatte recht. Was ist passiert? Ich habe ihr Glas aus der Hand geschlagen, weil ich wild herumgefuchtelt habe. Dabei ist ein Splitter in ihrem Bein gelandet. Oh. Dann war überall Blut. Und dann mussten wir schnell in die Notaufnahme. Großer wow. Gott. Bis zu unserer Hochzeit habe ich dann nicht mehr getanzt. Aber warum hat Mami sich dann in dich verliebt? Das weiß ich beim besten Willen nicht, Liebling. Ja, nee, tanzen wäre auch nichts für mich. Ich bin da lieber derjenige, der zuschaut. Da werde ich mich echt blamieren. Cool, oder? Was ist das denn? Was wird hier gemacht? Das ist eine Trainingsstätte? Dad. Schön, dass das noch hier ist. Claire und ich sind hier immer geklettert. Warum durfte ich nicht? Du warst noch etwas zu jung. Bist du noch? Okay, Mondbär, hol deine Ausrüstung. Okay. Einmal Ausrüstung. Ja, nicht denn wüsste wo. Hallo? Geh zu Dad. Oh ja. Mission beginnt. Prüft Systeme. rechter Fuß. So, genau wie die Kletterwand zu Hause. Nur diesmal benutzt du diese tollen Klauendinger. Linker Fuß. Wenn du es an der Wand bis ganz nach oben schaffst, bist du einen Schritt näher am Mond. Dad? Ja? Gibt es viele Kletterwände auf dem Mond? Nein. Doch, wer zum Mond will, braucht ein Abzeichen. Fast so wie dein Pfadfinderabzeichen. Ja, klar. Warum ein Kletterabzeichen? Nun, es ist so. Angenommen, beim Flug zum Mond müssen wir eine Notlandung machen und aus der Rakete rausklettern. Dann schaffst du's und findest wieder heim. Kann da etwa was schiefgehen? Nein, die sind sehr sicher gebaut. Ist doch wahr, stimmt's, Claire? Hast du da was zu verbergen? Da geht schon nichts schief, Kathy. Versprochen. Also gut. Wir sind startklar. Bereit oder nicht? Ja, immer. Los. Aber weil ich kann mich einfach nicht an das Gesicht gewöhnen. Also ich hätte die Kleine halt irgendwie gesichert, aber okay. Na gut. Was? Eispickel wieder zur linken, rechten Maustaste. Hau jeden Eispickel so hart rein, wie du kannst. Einen nach dem anderen. Wie ist die Eispickel ausrichten? Eispickel benutzen. Okay, wenn schon ich bei... Okay, Mondbär, ist alles gepolstert. Gleich nochmal. Du schaffst das. Ah, okay. Okay, mega schräge Technik. Ich lasse mit der linken Maustaste quasi los. Und sag dann wohin. Und dann mit der linken Maustaste gedrückt halten zum Reinhauen. Dann rechts genau, Modus tasten. Und das andere. Gleiche wieder. Ja, okay, easy enough. Okay, cool. Geschafft! Klasse, Mondbär! Wir fliegen zum Mond. Bist du aufgeregt? Juhu! Okay. Vorsichtig runterklettern, okay, Mondbär? Okay, und jetzt einfach mal hier so nach rechts. Ja, ist echt easy. Aber schön, dass die Einschlagslöcher noch bleiben, ne? Denn? Sie ist nur ein Kind, der Mond ist kein Kopf.
für Sie und dieses harte Training, das Sie durchläuft, klingeln da keine Alarmglocken? Ach, komm schon, der Mann ist völlig sicher. Sicher, Metallkisten auf der Oberfläche und einer hoffenden Atmosphäre, und das ist sicher. Gerade du solltest wissen, wie sicher diese Kisten Schön. Sind. Ich sage es anders. Wie kannst du das Risiko eingehen, Kathy auf den Mond zu schicken? Sie könnte doch auf der Erde bleiben. Du weißt doch, was mit unserem Planeten geschieht. Schon vergessen? Wir haben dieselben WMO-Berichte gelesen, Nachrichten geschaut und du weißt, was passiert ist. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.